Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Prinzenkür des BRCC 2019, heuer zum ersten Mal in der Bürgerhalle in Adelwang. Die Prinzenkür des Bad Haller Karnevalclubs ist jedes Jahr der offizielle Auftakt zum Faschingstreiben in der Kurstadt. Im festlich dekorierten Saal der Bürgerhalle in Adelwang trafen sich die Freunde des Bad Haller Faschings, um das derzeit noch regierende Prinzenpaar zu verabschieden und die zukünftigen Faschingsregenten in ihr neues Amt einzuführen. Begleitet von den Musketieren, dem Elferrat und der Jugendgarde zogen die derzeit noch regierenden Hoheiten in den Saal ein. Zum Auftakt präsentierte die Jugendgarde des Karnevalclubs ihren neuen Gardemarsch. Hier glänzten die angehenden Gardemädchen zur großen Freude der Gäste mit einer schwungvollen Choreografie. Bevor das neue Prinzenpaar den Thron besteigen konnte, mussten die derzeit amtierenden Hoheiten schweren Herzens von ihren Ämtern zurücktreten. Prinz Hermann II., der Dekomeister, Schlattl heißt er, und Prinzessin Doris I., pädagogisch genau und in Schlattl sei Frau, fiel der Abschied sichtlich schwer. Denn sie hatten sich bereits an das höfische Leben gewöhnt. Von Programmchef Toni Bartag gab es eine humorvolle Laudatio mit bisher wenig bekannten Ereignissen aus ihrer Regentenzeit. Das Prinzenfrühstück war ganz toll. Bei der Karte war es bombvoll. Halligalli seit der Früh, zum Mittag waren schon die ersten zu. Es wurde gelacht und viel gesungen. Manche haben das Tanzbein geschwungen. Daneben wurde, ich sag's offen, den ganzen Tag lang durchgesoffen. Mittendrin und voll dabei war auch der Vize Dietmar Blei, der meinte in den Abendstunden, jetzt trinken wir ein paar Whisky-Runden. Der Hermann hat das auch gleich gehasst. Dabei trinkt er ja sonst nur Most. Sie tranken viele Gläser leer, als gäbe es für sie keinen Morgen mehr. Irgendwann mitten in der Nacht haben sich die zwei am Heimweg gemacht. Jede von den beiden Gestalten hat sich beim anderen festgehalten. Wer es gesehen hat, dachte sich dabei, das müssen Asylanten sein. Oder sie sind in Bad Hall als Kurgäste noch ein Schlaganfall. Für die bisherigen Regenten beginnt nun wieder der gewohnte Alltag. So nehmen wir den Abschied heute. Das Leben geht ja schließlich weiter. Ich ordne mich jetzt einfach ein als Dekomeister wieder ein. Statt gönnerhaft am Thron zu sitzen, heißt es wieder hackeln und viel schwitzen. Für uns war dieses Prinzenjahr einfach nur ganz wunderbar. Und wir, da brauche ich gar nicht lügen, genossen es in vollen Zügen. Nun müssen wir, so ist das eben, zurückkehren ins normale Leben. Ich muss fest, auch wenn es schlaucht, studieren, bis die Birne raucht. Das Männerballett, wie man weiß, ist aufs Trainieren schon richtig heiß. Da geht's zur Sache, das ist fix. Für schwache Nerven ist das nix. Alles läuft, man kann's erahnen, wieder in gewohnten Bahnen. Und auch als nicht mehr Prinzenpaar freuen wir uns auf dieses Jahr. Ich möchte allen danken heute für die mega coole Zeit. Viel Spaß, auch wenn's für uns jetzt gar ist, wünscht euch die Ex-Prinzessin Doris. Das Kinderprinzenpaar mit Prinz Florian und Prinzessin Iris darf noch ein weiteres Jahr regieren. Die beiden freuen sich schon sehr auf die kommenden Ereignisse. Mir hat recht gut gefallen die Kugelmusi und der Showtanz war auch recht cool. Ich freue mich auf die Showtanzgruppe und auf die Sitzungen. Hoch erfreut war die Bad Haller Vizebürgermeisterin Maria Riegel. Sie erhielt den Rathausschlüssel zurück. Mit mir auf den Einzug unseres zukünftigen Prinzenpaares mit den Musketieren und unserer Jugendgarde.
Unter Fanfarenklängen begleiteten die Musketiere und die Jugendgarde das zukünftige Prinzenpaar Markus und Julia Wurzer zu ihrem Regierungsantritt. Das neue Prinzenpaar für die kommende Saison sind Prinz Markus I., Herr von Russ und Kamin, und an seiner Seite Prinzessin Julia I., die blond-schwarze Fegerin. Untermalt mit mystischer Musik erschienen zottelige Gestalten mit furchterregenden Masken im Saal der Bürgerhalle. Die Pärtengruppe Dafür Pass aus Piesendorf im Pinzgau, bei der Markus Wurzer seit langem aktives Mitglied ist, machte auch zur besonderen Freude der zahlreichen Gäste dem neuen Prinzenpaar ihre Aufwartung. Wir haben heuer ein schwarzes Prinzenpaar, allerdings nicht im Sinne der Politik, sondern im Sinne eines Rauchfangkeira-Ehepaars. Die beiden sind ganz, ganz toll. Wir haben einen richtig guten Griff gemacht mit denen und sie reihen sich würdig in die ganz tollen Prinzenpaare unseres BRCC ein. Wie es sich für die neuen Regenten gehört, haben der frisch gebackene Prinz und seine Prinzessin ihre eigene Proklamation an das närrische Volk. Während unserer Regentenzeit wird die gesamte Bevölkerung vom Portal und Umgebung veranlasst, schwarze oder goldene Unterwäsche zu tragen. Die strenge und hautnahe Kontrolle obliegt dem Prinzenpaar und dem Präsidenten des BRCC. Da alle Bürgermeister und Innen aus Bad Hall und den Nachbarorten während der Faschingszeit sowieso arbeitslos sind, werden sie verpflichtet, sich einmal mit ehrlicher Arbeit zu beschäftigen. Sie werden daher aufgefordert, sich bei unserer hochlöblichen Prinzenfirma als Rauchfangkehrer Hilfsarbeiter zu bewerben. Wir bezweifeln aber, dass alle auch dazu fähig sind. Des Weiteren wird angeordnet, den Bad Haller Stadtplatz mit einer Fußbodenheizung auszustatten und für unsere Veranstaltungen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. In diesem Sinne wünschen euch Prinz Markus, Herr von Hus und Kamin, Prinzessin Julia, die blond-schwarze Fegerin, eine lustige und unbekümmerte Faschingszeit. Gut vorbereitet beginnt Prinzessin Julia nun ihre Regentschaft. Nachdem bei uns jetzt beruflich die allerstressigste Zeit überhaupt ist, ist die Vorbereitung ein bisschen knapp ausgefallen. Wir werden das ein bisschen situationselastisch wahrnehmen, das Ganze auf uns zukommen lassen und das wird schon. Auch Prinz Markus freut sich schon auf beschwingte Tage im Kreis der Bad Haller Narrenschar. Ich hoffe, Sie haben alle so einen Spaß wie wir haben werden und Sie feiern viel mit uns und kommen zu den Sitzungen und zu den Veranstaltungen und dann haben wir alle miteinander Spaß und eine lustige Zeit und dann also vergeht es noch schneller und der Sommer ist wieder da und wir können uns wieder in die Sonne legen und können es genießen. Der Auftritt der Showtanzgruppe bildete den offiziellen Abschluss der diesjährigen Prinzenkür. Mit der Darbietung des überaus anspruchsvollen Showtanzes aus dem Udo Jürgens Musical Ich war noch niemals in New York gaben sie diesem Abend eine ganz besondere Note. Beim Bad Haller Karneval Club laufen die Proben für das Programm der Faschingssitzungen bereits auf Hochtouren. Und die Gäste erwartet wieder ein Showprogramm auf höchstem Niveau. Die Proben laufen schon auf vollen Tuben. Es bereiten sich 15 Gruppen auf die Faschingssitzungen vor. Es wird ein ganz, ganz tolles Programm. Wir freuen uns schon alle. Und unser Publikum kann sich richtig auf einen tollen Abend freuen. Kartenvorverkauf läuft schon am Stadtamt in Bad Hall. Jeder, der Karten haben möchte, schnell hingehen. Es sind noch sehr, sehr gute Plätze frei, aber wer weiß, in einer Woche kann alles weg sein. Mit dem Eröffnungswalzer des Prinzenpaares startete der Bad Haller Karneval Club offiziell in die 5. Jahreszeit und mit ihm die vielen gut gelaunten Gäste. Als nächstes jetzt am Samstag, den 23. November, am Hauptplatz in Bad Hall um 10 Uhr der Rathaussturm auf dem Programm. Dort werden wir mit einem ganz, ganz tollen Programm den Bürgermeister mit seinen Stadträten aus dem Gemeindeamt verjagen.